Zwischen dem 22. und 28. Februar 2023 trudeln die ersten Versionen des PSVR 2, PlayStations Virtual Reality Headsets, bei den Vorbestellern ein. Meine Kollegen Daniel und Dennis konnten die Brille bereits ein paar Tage vorher ausprobieren und geben euch in diesem Video ein erstes Fazit. Wie komfortabel ist die Brille? Was klappt gut und mit welchen Kinderkrankheiten hat das Gerät vielleicht noch zu kämpfen? Und natürlich, wie spielt sich Horizon Call of the Mountain, das Flaggschiff der Brille? All das jetzt im Video. Unseren Ersteindruck der PSVR 2 präsentieren wir euch zusammen mit TikTok, unserem Partner für Gentle Freshness. Vielen Dank an TikTok für die freundliche Unterstützung. Und jetzt geht es weiter mit der PSVR 2. Zunächst einmal zum Lieferumfang. Was ist drin, wenn ihr euer Paket mit Basisausstattung aufmacht? In der Box war die Brille selbst, also das Headset, ein Ladekabel für den Controller und zwei Controller. Nächster Punkt, der Tragekomfort. Wenn man ein riesiges Headset teilweise für Stunden auf der Nase hat, wie bequem ist es dann? Und vor allem, wie bequem ist die PSVR 2? Für mich ist es die bisher bequemste Brille. Die löst die alte PlayStation VR ab, löst, finde ich, auch die Meta Quest 2 ab. Und ich habe die Meta Quest 2 mit diesem Batterie-Headstrap, der die Brille hinten am Hinterkopf fixiert und nicht mehr nur mit dem Gummiband vorne ins Gesicht klebt. Das macht die VR 2 anders wie schon die erste. Da liegt der Hauptteil des Gewichts hier oben auf dem vorderen Kopf und die Brille hängt im Prinzip darunter. Ist, finde ich, sehr bequem, lässt sich gut einstellen und bin sehr zufrieden damit. Also von allen VR-Geräten, die ich bisher auf dem Kopf hatte, die ich gerne am längsten aufhabe. Aber Achtung, natürlich bemüht sich Sony, ein Headset für möglichst alle zu bauen. Aber je nach Kopfform kann es wie bei Dennis auch zu leichten Druckstellen kommen. Wenn ich die PSVR 2 über eine Stunde aufhab, dann kommen bei mir eben Druckstellen gerade an der Stirn. Das fühlt sich jetzt nicht so dolle an, ist aber wie gesagt auch sehr, sehr subjektiv und kann bei jedem anders sein. Also bei Daniel, der hat es auch gespielt länger, bei ihm war das jetzt nicht so. Und grundsätzlich würde ich es auch mal so einordnen, man kann diese Brille auch länger aufziehen, wenn man eben mal 2-3 Stunden spielen möchte. Also das sollte für die meisten wahrscheinlich kein Problem sein. Da sich das rein vom Draufschauen natürlich nicht sagen lässt, probiert ihr die Brille am besten vielleicht im Laden einmal auf. Passt alles, geht es ab in die virtuelle Realität. Und vielleicht zur wichtigsten Frage, wie sieht die nächste Generation Virtual Reality auf der PlayStation denn jetzt aus? Die Optik ist auch von allen VR-Geräten, die ich bisher ausprobiert habe, die beste. Das mal als Positives vorweg. Wir haben hier ein OLED-Display, das heißt tolle Schwarzwerte. Wir haben HDR-Display, das heißt, wenn es im Spiel hell ist, dann ist es auch in der Brille schön hell. Auch die Kontrastabstufungen sind sehr gut. Man sieht im Gegensatz zu früheren VR-Geräten nicht diesen typischen Fliegengitter-Effekt, wo du so ein senkrecht, waagrecht das Gitter vor den Augen hast. Allerdings sieht man auch, wie bei der ersten VR schon, nur viel feiner aufgelöst, wie so eine Art ganz feinen, kristallinen Layer über der Grafik, an den man sich aber schnell gewöhnt. Ja, das kommt ein bisschen drauf an, was man für eine Erwartungshaltung hat, ob man schon Erfahrungen mit VR gesammelt hat. Ich sag's mal so, wenn ihr zu Hause eine Meta Quest 2 habt, dann ist der Sprung kein gewaltiger. Der ist spürbar. Es ist generell eine sehr gute Grafik, die ihr zum Beispiel bei Horizon habt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr da drauf guckt wie auf euren 4K-Fernseher, wo alles kristallscharf ist. Also ihr habt gerade am Rand so eine ganz minimale kleine Mosaikbildung und auch der Fliegengitter-Effekt, der eben nur mal bei VR vorhanden ist, den sieht man, wenn man sich wirklich drauf konzentriert, ganz leicht. Aber ich sag mal so, für ein Headset, ein VR-Headset in dem Preisbereich ist das ein sehr, sehr gutes Bild. Insgesamt hatte ich mehr nach den ersten Preview-Artikeln, die ich über die Brille gelesen habe, einen Ticken schärfere Optik erwartet, weil das sehr hochgejatzt wurde, wie viel schärfer sie doch ist. Und ich vergleiche es ein bisschen damit, die Optik hat ungefähr die Qualität, wenn du auf einem 4K-Fernseher ein Spiel im Performance-Modus spielst. Also als würde eine bisschen geringere Auflösung dahin hoch interpoliert. Das ist schärfer als bei anderen Geräten und insgesamt sehr, sehr cool. Die Erwartung meinerseits war vielleicht ein bisschen zu hoch. Aber
trotzdem bisher von allen Brillen, die ich aufhatte, die beste. Sowohl Dennis als auch Daniel sagen, dass die mitgelieferten Ohrstecker super passen, bequem sind und nicht aus den Ohren fallen. Sie sind aber ein bisschen leise und der Bass ist schwach. Gerade Fans von gutem Audio empfehlen sie deswegen Over-Ear-Kopfhörer, die einfach angeschlossen werden können. An sich liefern die mitgelieferten In-Ears aber einen stabilen Sound ab und haben einen besonderen Vorteil. Dafür hören auch Mitbewohner nichts, wenn du die Dinger im Ohr hast. Die MetaQuest 2 zum Beispiel als Vergleichsgerät, die hat ja so kleine Lautsprecher unten an der Brille, keine mehr, die auf dem Ohr aufsitzen, wie jetzt bei der Valve Index 2 zum Beispiel. Und die hat insgesamt einen, finde ich, ein bisschen volleren Sound, obwohl es so kleine Lautsprecher sind, die im Headset sind. Allerdings hört dann auch die Wohnung mit. Also wer Mitbewohner hat, die sich daran stören, dass jemand mit dem weißen Helm auf dem Kopf auch noch Geräusche ausstrahlt, der ist mit der VR2 besser beraten. Und wer es dann selber noch lauter braucht, der sollte sich dann auch noch was über die Ohren ziehen und dann ist man voll in der Spielwelt drin. Die Controller funktionieren bei Daniel und Dennis problemlos, wie auch schon der DualSense bei der PS5. Allerdings hatten beide unabhängig voneinander das gleiche Problem. Für meinen Geschmack sind sie sehr bequem. Allerdings für mich ein bisschen zu leicht. Ich habe ja immer gern schwere Controller. Mag daran liegen, dass die nicht mit Batterie sind, sondern via Akku aufgeladen werden. Was ein bisschen tricky ist, ist sie anzulegen, weil sie haben eh schon eine, sag ich mal, ein bisschen gewöhnungsbedürftige Form. Ist fürs Tracking natürlich wichtig, aber wenn du die Brille auf hast und nicht in diesen, die Brille wird für dich durchsichtig Modus schaltest, dann ist es immer, jetzt zumindest in den ersten Tagen, ein bisschen kompliziert gewesen. So, Moment, das ist der jetzt für die linke Hand? Nee, so rum rein? Nee. Und irgendwann hast du es dann und dann merkst du, okay, das kann sein, dass man das mit der Zeit besser lernt. Soweit bin ich jetzt noch nicht. Aber insgesamt recht bequem. Es ist sehr, sehr schwer, auch nach mehreren Tagen sie wirklich anzulegen, weil wirklich so eine optische Erkennung fehlt. Also gerade wenn man die Brille aufhat, ist es sehr schwer, weil ja dieser Ring außen drum ist und sie zu greifen, welcher ist der rechte, welcher ist der linke, wie genau gehe ich mit meinen Händen rein. Das ist nicht wirklich leicht und da wäre es schön gewesen, wenn Sony nochmal zumindest eine kleine optische Erkennung an einen der Controller angebracht hätte. Es gibt zwar an den Schultertasten so, steht ganz klein L1, L2 drauf, aber wirklich optimal ist das nicht. Also der wäre es auf jeden Fall schön gewesen, wenn man das noch ein bisschen besser optisch gekennzeichnet hätte. An und für sich, der Tragekomfort und die Haptik der Controller sind gut. Ja, also es ist natürlich immer eine Frage, was einem da mehr liegt. Aber jetzt gerade auch im Vergleich zur MetaQuest 2 zum Beispiel, die fühlen sich hochwertig an, die Knöpfe sind hochwertig. Also es ist jetzt nicht so wie beim DualSense Edge, dass die Face-Buttons zum Beispiel so ein bisschen schwammig wirken und sowas. Das ist alles in Ordnung. Ich finde das Button-Layout etwas gewöhnungsbedürftig. Ich habe immer das Gefühl, der Zeigefinger sollte erstmal L1 sein statt L2. Hier ist es umgekehrt, hier ist L2 der Zeigefinger und der Mittelfinger ist L1. Ja, wird man sich auch dran gewöhnen. Insgesamt finde ich jetzt von der reinen Tragschwere her die MetaQuest 2 Controller ein bisschen angenehmer. Das ist aber wahrscheinlich Geschmackssache und da ist der Goldstandard immer noch die Valve Index mit ihren Controllern, die mit diesen Straps hier an der Hand befestigt sind, sodass ich die Finger frei bewegen kann und Dinge einfach greifen kann. Die Controller muss ich natürlich immer festhalten. Aber tun ihren Zweck ganz gut. Ebenfalls zu erwähnen ist die Akkulaufzeit. Die Controller werden mit dem Kabel aufgeladen. Anders als bei der Oculus Quest 2 beispielsweise gibt es keine Batterien. Der Akku hält je nach Spielzeit jedoch maximal 3 bis 4 Stunden. Für kurze Abstecher in die Virtual Reality kein Problem. Aber gerade bei längeren Storyspielen oder bei einem längeren Zockabend mit Freunden ist das nicht besonders lang. Was richtig problemlos funktioniert, ist das Eye-Tracking. Das ist vor allem in Horizon ein Ding, wird wahrscheinlich bei Sony hergestellten VR-Spielen auch immer mehr kommen oder vielleicht hoffentlich auch bei Drittherstellern. Das funktioniert so, dass die Brille nach einer Kalibrierung genau weiß, wohin ich schaue und dann den Punkt, den ich anschaue, schärfer rendert als das Umfeld. Ich selber als Spieler merke davon nichts. Ich habe mir allerdings die Aufzeichnung von der Footage von Horizon angesehen, die ich gemacht habe. Und man sieht tatsächlich, dass der Bereich, wo ich hinschaue, schärfer berechnet wird als das Umfeld. Weil das Auge natürlich, wenn ich jetzt hier direkt in die Kamera schaue, dann sehe ich die Kamera natürlich scharf. Was jetzt hier außenrum ist, sehe ich auch nur leicht diffus und das muss das Spiel dann auch nicht rendern. Dann kommt der Performance im Spiel zugute. Ihr werdet davon, wenn ihr das einschaltet, im Spiel nichts merken, außer dass insgesamt euch die Grafik schärfer vorkommen wird, als wenn ihr das sogenannte Foveated Rendering
deaktiviert, das geht auch, dann ist es insgesamt ein bisschen matschiger. Nicht wirklich spürbar, also wenn man es jetzt ohne das Rendering an starten würde, dann wird es einem vielleicht erstmal gar nicht auffallen. Wenn man den direkten Vergleich hat, dann sieht man es allerdings. Beispielsweise in Horizon, wenn man durch die Menüs scrollt, man guckt einfach dahin und dann schaltet eben der Mauszeiger direkt auf das Untermenü zum Beispiel. Oder wenn man kämpft, kann man einstellen, dass das Anvisieren eben auch durchs Auge geschieht. Das ist ein cooles Feature. Wir hatten jetzt noch nicht so viele Spiele gehabt, die das komplett ausreizen. Aber man kann sich jetzt zum Beispiel auch vorstellen, in späteren Open-World-Spielen, dass man eben NPCs anguckt und dann reagieren die auf einen. Wirklich interessant wird es dann wahrscheinlich erst bei anderen Spielen. Ich kann mich erinnern, bei The Division zum Beispiel, das funktioniert mit so einem Eye-Tracking am PC. Da schaue ich dann einen Gegner an und sofort wird der mir markiert, wenn ich da irgendwas hinwerfen möchte zum Beispiel. Oder ein HUD-Element wie eine Minimap oder Lebensbalken tauchen erst auf, wenn ich in die Richtung schaue. Ich schaue zum Beispiel nach links unten und dann versteht das Spiel, er würde gerne wissen, wie viel Lebensenergie hat er noch, und dann leuchtet es auf. Das gibt es bei Horizon so nicht, da ist es jetzt ausschließlich eigentlich für die Schärfe des Bildes da. Allerdings hat auch die PSVR 2, wie viele Geräte zum Launch, mit ein paar Kinderkrankheiten zu kämpfen. Bei Daniel und Dennis war es vor allem die Eingrenzung des Spielbereichs, die sie immer wieder aus dem Spiel gerissen hat. Also wir hatten es wirklich bei Horizon sehr, sehr oft gehabt, dass einfach das Spielbereichskonfigurationsmenü sehr oft aufgeploppt ist, weil er eben den Spielbereich nicht mehr erkannt hat. Und das in einer sehr großen Häufigkeit im Stehenmodus. Das heißt, man spielt, das Fenster ploppt auf, man wird aus dem Spiel rausgerissen, das Fenster geht wieder weg, man ist wieder im Spiel drinne, was wirklich sehr, sehr nervig war. Das mag ein Software-Ding sein, das wird wahrscheinlich früh gepatcht, wenn das bei anderen auch auftreten sollte. Bei Dennis und mir ist es halt jetzt aufgetreten, bei anderen, soweit ich weiß, nicht. Naja, muss man mal sehen. Ansonsten funktionieren alle Spiele natürlich auch im Sitzen, das kann man dann einstellen und du bekommst im Sitzen dann wie so ein weißes Gitter um dich rum angezeigt, was sozusagen der sichere Spielbereich ist. Der ist für meinen Geschmack noch ein bisschen zu klein. Wenn ich, und ich habe sehr lange Arme, aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie 2 Meter Arme, wenn ich zum Beispiel meine Arme ausstrecke, um in der Spielwelt etwas zu nehmen, dann durchstoße ich dieses virtuelle Gitter und so ein roter Warnkreis leuchtet auf, der etwas öfter, als ich es als notwendig empfinde. Und Stand jetzt kann man dieses Schutzgitter, das natürlich dazu da ist, dass man seine Möbelstücke oder Mitbewohner schützt, nicht ausblenden. Das wäre vielleicht für die Zukunft bei einem Update noch eine Idee, dass man sagt, okay, ich bin in Sicherheit und meine Mitbewohner auch. Ich muss das jetzt nicht sehen, es wird hier nichts passieren. So viel zur Brille. Aber was ist mit den Spielen? Im Bundle zusammen mit der PSVR 2 könnt ihr ja zum Beispiel Horizon Call of the Mountain kaufen. Das wurde extra für das VR-Headset entwickelt und galt im Vorfeld als großer Hoffnungsträger. Und wie schlägt es sich jetzt im Ersteindruck? Also eins vorweg, ist es keine erweiterte Tech-Demo, wie man vielleicht so nach ersten Trailern gedacht hat. Das ist es nicht. Also es ist in erster Linie ein sehr, sehr gut aussehendes VR-Spiel, ja, wo man viel klettert. Also wer von euch zum Beispiel mal The Climb gespielt hat, ist nicht ganz so komplex, aber man klettert sehr viel. Man hat eben diese, im kleinen Bereich abgegrenzten Kämpfe gegen halt die ganzen Dinos. Und man hat eben auch eine sehr, sehr seichte Story drumherum. Das Ganze ist sehr, sehr linear aufgebaut. Man kann auch ganz cool mit der Spielwelt interagieren. Beispielsweise Pfeile aufheben. Man kann sich Wandfarbe schnappen und an den Wänden ein bisschen rummalen. Es ist gut. Aber es ist kein System Seller. Ja, also das ist kein Spiel, wo ich sagen würde, das müsst ihr euch unbedingt zum Preis von 70 Euro kaufen. Bei der Hälfte ungefähr, es wird zunehmend cooler, weil jetzt die Kämpfe fordernder werden und auch das Klettern, was einen sehr hohen Teil vom Spiel ausmacht, immer interessanter und fordernder wird. Es ist technisch, vor allem optisch, sehr beeindruckend. Also wer noch nie eine VR-Brille aufhatte und man zeigt der Person das, die wird extrem staunen, was heutzutage technisch möglich ist. Spielerisch ist es jetzt kein Meisterwerk. Es ist jetzt kein Spiel, was spielerisch so viel hergibt, dass man sich das unbedingt holen muss. Es ist kein Half-Life Alyx. Eine wichtige Frage natürlich auch, für wen sich Call of the Mountain eignet. Wie viel Horizon muss ich dafür gespielt haben?
Also die Story ist wirklich sehr, sehr darauf basierend, dass ihr euch mit dem ganzen Universum auskennt, mit einzelnen Stämmen auskennt. Also das zum einen für Neulinge. Das andere jetzt aber für Leute, die sagen, yo, ich bin in dieser Horizon-Welt total drinne, dann ist das immer noch ziemlich kritisch, weil die Story ist nichts großartig Ausgefeiltes. Also ihr solltet da jetzt kein Horizon Forbidden West in VR erwarten. Also das ist generell ähnlich, weil kein Open-World-Spiel und viel linearer und nach 6 bis 7 Stunden ist das Spiel auch rum. Aber das ist jetzt keine Story, die uns irgendwie großartig abgeholt hat. Ist nett. Man trifft auch ein paar coole Charaktere. Ob man jetzt Aloy trifft, sage ich jetzt mal nicht. Aber es ist okay. Übrigens, das Spiel heißt nicht zu Unrecht Call of the Mountain. Ihr verbringt sehr viel Zeit mit Klettern. Je nachdem, wie ihr Höhen gegenübersteht, könnte das ein Problem werden. Es ist kein Spiel für Leute mit Höhenangst, muss ich dazu sagen, weil man wirklich sehr, sehr viel an Abgründen von 100, 200 Meter Tiefe hängt und auch echt oft runterschauen muss. Also ich habe keine Höhenangst, aber sogar mir wird es da manchmal ein bisschen schwummrig. Und dann wäre da noch eine Sache. Der Preis. Daniel? Es ist dafür allerdings und die anvisierte Spielzeit von, ich glaube, 7 Stunden soll es insgesamt gehen, finde ich es doch recht teuer. Wenn das Ding 70 Euro kostet, bekomme ich irgendwie eine Stunde Spielzeit für einen Zehner. Das soll man nicht immer gegenrechnen. Ich weiß schon, ich kriege fürs gleiche Geld ungefähr Horizon Forbidden West auch. Natürlich nicht in VR, aber da bin ich ja doch ein bisschen länger damit beschäftigt. Ich finde es etwas rätselhaft, warum es dem potenziellen VR2-Käufer nicht etwas schmackhafter gemacht wird. Natürlich im Bundle ist es, soweit ich weiß, ein bisschen günstiger, aber es ist schon für die Spielzeit, die man so ein bisschen strecken kann, mit hier noch eine Challenge, mit triff alle Zielscheiben innerhalb von der Zeit oder so. Aber es ist schon ein ganz schöner Kostenbrocken dafür, dass es letztlich in Anführungszeichen nur ein toller Technik-Showcase ist. Allerdings ist es verglichen mit anderen High-End-VR-Spielen auf anderen Systemen, zum Beispiel Half-Life Alyx oder Lone Echo 1 und 2 oder Asgard's Wrath. Es reiht sich schon eher in diese Gruppe ein. Also so State-of-the-Art-Spiele, bei denen du siehst, was, wenn man es richtig macht, mit dieser Technik alles geht. Es ist allerdings kein neues Half-Life Alyx. Das thront weiterhin unangefochten an der Spitze der VR-Spiele. Neben dem großen, prestigeträchtigen Call of the Mountain sind auch noch mehrere kleinere Titel zum Start erhältlich. Eine absolute Empfehlung ist sowohl von Daniel als auch von Dennis Moss Book 2. Die Geschichte einer sehr mutigen, aber auch sehr drolligen Maus, die sich in Rätseln und Kämpfen beweisen muss. Schon der erste Teil auf der ersten PSVR war grandios. Und der zweite steht seinem Vorgänger in nichts nach. Wem Story nicht so wichtig ist und wer einfach eine coole VR-Erfahrung haben möchte, dem können wir außerdem noch Kajak VR Mirage empfehlen. Da fahrt ihr Kajak. Soweit keine Überraschung. Sieht aber top aus und die Steuerung funktioniert ebenfalls super. Viel mehr können wir euch aber über die Spiele auch eigentlich noch gar nicht sagen. Denn viele der Hochkaräter waren zum Testzeitpunkt noch nicht freigeschaltet oder erschienen. Wir haben ja jetzt einen übersichtlichen Pool von Titeln bislang testen können bis zum Release. 2 der wichtigsten Titel erscheinen erst als Update zum Release. Die konnten wir noch nicht ausprobieren, nämlich Gran Turismo 7 mit seinem VR-Modus und Resident Evil Village. Wenn die beiden ihr Versprechen halten und das sind, was sie sein können, sprich Resident Evil Village in der Qualität, wie auch Resident Evil 7 auf der ersten PlayStation VR funktioniert hat, und wenn Gran Turismo 7 den VR-Modus einfach komplett aufs ganze Spiel ausrollt, ne, also alles, was ich da mache, mache ich dann in VR, dann ist das schon für einen Launch-Zeitraum gut, würde ich sagen. Die anderen Titel mischen sich ein bisschen aus Klassikern, die es für die Quest schon gab oder für die Oculus Rift schon gab, wie Moss, die es auch zum Release schon gibt, die auch fantastisch sind. Was danach kommt, ist ein bisschen die Frage. Also wenn jetzt alle Launch-Titel erscheinen, dann haben wir da einen ganz guten Pool von sehr guten bis brauchbaren Titeln. Entscheidend wird allerdings sein, was danach passiert. Also gelingt es Sony beispielsweise noch die Vorzeigetitel, die für die MetaQuest erschienen sind oder damals für die Oculus Rift, nämlich eben Lone Echo oder Asgard's Wrath, von Meta rauszulizenzieren, wie sie es ja bei Star Wars Tales from the Galaxy's Edge schon gemacht haben.
Dann haben sie da automatisch auch ein paar heiße Eisen im Feuer. Und was passiert an Eigenentwicklungen noch dafür? Das wissen wir alles noch nicht. Aktuell ist es so, dass man mit dem Line-up, das rund um den Launch erscheinen soll, mit hoher Wahrscheinlichkeit dann jeweils die technisch beste Version des Spiels bekommt, weil die Brille nun mal die beste Brille im Consumer-Bereich ist. Wenn die Zukunft kommt und eben nicht nachgefeuert wird, dann hat man dann eben irgendwann diesen Pool von Spielen und danach wird es eher dünn. Das können wir jetzt allerdings noch nicht final einschätzen. Aber es sind auch viele Titel nicht dabei. Also gerade sowas wie ein Beat Saber, ein The Walking Dead, Saints and Sinners, ein Half-Life Alyx natürlich auch nicht und auch viele weitere große VR-Spiele sind eben nicht dabei. Hinzu kommt natürlich, dass die PSVR 2 nicht abwärtskompatibel ist und eben auch zum Beispiel in Astrobot, was ja wirklich ein fantastisches Spiel auf PSVR war, wurde auch nicht portiert. Das heißt, und da Horizon jetzt auch nicht der riesengroße Systemseller ist, erst recht nicht zum Preis von 70 Euro für 6-7 Stunden, dass man eben stark darauf achten muss, zum einen habe ich schon viel Erfahrung mit VR, habe ich vielleicht viele dieser Spiele schon auf der Quest 2 zum Beispiel gespielt, dann ist halt wirklich die Frage, brauche ich dieses Headset zum jetzigen Zeitpunkt? Ja, und wenn man wirklich sagt, yo, ist mir egal, ich will das trotzdem einfach holen, weil irgendwie Upgrades zu Resi 8, zu No Man's Sky oder Gran Turismo 7 kommen, dann können wir dazu leider noch nichts sagen, weil eben diese Upgrades erst am 22. Freigeschaltet werden. Und sind die wirklich absolut super? Ich bin ja auch ein riesengroßer Rennspiel-Fan. Ist wirklich Gran Turismo, das VR-Upgrade, ist das ganz fantastisch. Dann kann man sich das natürlich überlegen, aber sollte trotzdem wissen, dass eben noch viele Sachen nicht da sind und man eben auch nicht weiß, was kommen für große exklusive Dinger in den nächsten Monaten. Also kommt vielleicht ein God of War-Spiel ein exklusives, kommt ein Spider-Man-Spiel. Man weiß es einfach noch nicht. Das heißt, man holt sich quasi jetzt die Konsole mit dem aktuellen Stand, mit vielen kleineren Spielen, mit vielen Ports, die gemacht werden oder eben mit vielen Upgrades. Aber was danach noch alles nachgeliefert wird, ist ein großes Fragezeichen. Deswegen einfach mal persönlich gucken, reicht mir das für den Preis aktuell? Vielleicht auch nochmal abwarten, wie die Upgrades denn wirklich sind, ob das gute sind oder nicht. Und dann, ja, also ist so ein bisschen gemixt mein Gefühl, was die Spielerauswahl anbelangt. Also jetzt zum aktuellen Zeitraum finde ich es ein bisschen dürftig, eben gerade weil Horizon eben nicht das große Ding geworden ist, aber hat natürlich noch eine Menge Potenzial. Schade, dieses Mal bekommt man mit dem Basispaket nichts zum Ausprobieren. Bei der ersten PSVR steckte The Playroom mit im Paket, das mit insgesamt 7 Spielen die Funktionen von Controller und Brille zeigte. Auch die PS5 hatte mit Astros Playroom ein vorinstalliertes Spiel zum Kennenlernen des Controllers und, zumindest am Anfang, die PlayStation Collection, mit der wir Klassiker der PS4-Ära nachholen konnten. Das gibt es bei der PSVR 2 nach unserem aktuellen Wissensstand leider nicht. Soweit zur Brille und den Spielen. Aber wie sieht bei den beiden jetzt das Fazit aus? Brille kaufen oder nicht kaufen? Mein Spoiler, beide sind vorsichtig optimistisch. Eher positiv, aber auch mit einigen negativen Punkten gespickt. Also was mich persönlich wirklich, was ich so gar nicht verstehen kann, ist sowas wie die geringe Akkulaufzeit der Controller. Das ist einfach so ein Punkt, den fand ich schon beim normalen DualSense nicht berauschend, beim Edge dann noch schlimmer und jetzt verstehst du einfach nicht, warum das so kurz ist. Also da habe ich wirklich lieber Batterien drin, die dann einfach 20 Stunden halten. Ich muss mir nicht alle 3-4 Stunden Gedanken machen, das Ding wieder ans Stromnetz zu schließen. Ist eine unschöne Sache. Hinzu kam wirklich dieser Punkt mit der Spielbereichsbegrenzung. Da hätte man einfach, ja, das Ganze deaktivieren können im Menü und gut wär's. So habe ich halt so ein bisschen die Befürchtung, dass viele Leute da Probleme haben könnten, wohlgemerkt könnten. Es kann natürlich auch sein, ihr habt super tolle Lichtbedingungen und alles. Dann wird das bei euch kein Problem sein. Der weitere Punkt ist halt die Spiele, die es zum Release gibt. Horizon ist eben nicht das große Ding.
Sonst ist es okay-ish. Es sind coole Titel angekündigt. Auch ein Pistol Whip zum Beispiel kann man jetzt ja auch direkt spielen. Das ist schon cool. Und was Resi und Gran Turismo, was daraus wird, das wird man mal schauen. Ich hoffe auch super. Ansonsten, das war jetzt eher so ein bisschen negativ. Positiv ist aber auf jeden Fall, denk mal, der Tragekomfort ist schon gut, der ist natürlich auch sehr subjektiv, aber die Brille drückt nicht an den Augen, sitzt gut auf dem Kopf, das ist schon mal sehr schön, die Controller fühlen sich gut an, fühlen sich wertig an, die Knöpfe, generell auch die Sache mit dem Kabel, da wird ja im Vorfeld auch so ein bisschen diskutiert, gerade weil die Quest 2 natürlich keine hat, hat viele Vor- und viele Nachteile, also mich persönlich stört das gar nicht, muss man eben wissen, wenn man eben sagt, ey, ich will kein VR-Headset mit dem Kabel haben, dann ist eben die PSVR 2 nichts für einen. Ansonsten optisch bin ich sehr positiv überrascht, würde ich fast schon sagen. Also es ist jetzt nicht der Riesensprung, ja, ihr habt da kein kristallscharfes Bild wie auf eurem Fernseher, aber das wird es auch in nächster Zeit nicht im VR-Bereich geben. Aber das Bild, was die PSVR 2 bringt, ist wirklich ein sehr gutes. Und gerade wenn man mal sehen will, wie das Ganze eben aussieht, vielleicht für einen günstigeren Preis, I don't know, dann kann man sich Horizon mal angucken, weil das ist wirklich ziemlich schick. Und ja, ansonsten, solche Features wie Eye-Tracking sind gut umgesetzt. Beim Menü, beim UI, was wirklich nur so ein Abbild vom PS5-Screen ist, das Ganze wirkt so ein bisschen lieblos. Hätte man vielleicht nochmal so eine schönere Umgebung drumherum stricken können, damit wir eben auch gleich in VR-Stimmung ist. Aber das sind eher so kleinere Kritikpunkte. Also Fazit bei mir ist eher leicht positiv, aber auch mit einigen Kritikpunkten, die, denke ich mal, einige so ein bisschen abschrecken könnten, gerade Controller oder auch mit dem Spielbereich, mit der Begrenzung, was nicht so schön ist. Also mein Fazit wäre, zum Launch direkt noch nicht zuzuschlagen, sondern abzuwarten, was denn nach dem angekündigten Launch-Line-Up noch kommen wird. Es sei denn, man hat das Geld übrig, dann kann man sich das Gerät natürlich jetzt schon kaufen. Es ist nicht ganz günstig, es ist allerdings von den Geräten in der Preisrange technisch das Beste und das am einfachsten einzurichten. Denn man darf nicht vergessen, dass die MetaQuest, wenn man sie nativ benutzt, also wenn sie die Berechnung selbst macht, zwar erschwinglicher ist, allerdings von der Qualität auch weit weg. Und wenn man die volle Kraft der MetaQuest nutzen will, dann braucht man auch einen gamingfähigen PC, der dann entsprechend mehr kostet. Sprich, wenn man schon eine PlayStation 5 hat und in die VR-Welt eintreten möchte, dann ist die PSVR 2 sicherlich die klügste Wahl. Ich würde allerdings mit dem Kauf noch etwas warten, bis sich das Launch-Line-Up dann mal gefestigt hat und bis eine Zukunft für die VR 2 sichtbarer ist als heute.